Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof liefert endlich Gewissheit. Der Standort Pforzheim gehört zu 52 von 129 Filialen, die Ende Januar kommenden Jahres geschlossen werden sollen. Grund der Schließungen ist ein zweiter Insolvenzantrag, der den Kaufhausriesen wieder auf Kurs bringen soll. Die Frage, die sich heute natürlich auftut, ist, kann ein Warenhausbetrieb künftig noch so viel Umsatz erwirtschaften, dass davon auch die Miete gezahlt werden kann, die die Eigentümer auch dauerhaft erwarten werden. Und das scheint offenbar nicht der Fall zu sein. Trotz vermeintlich guter Umsätze hier in Pforzheim ist es nicht so, dass sich dort der Warenhauskonzern einerseits und der Immobilieneigentümer andererseits in eine gemeinsame Zukunft begeben wollen. Die Schließung des Warenhauses bewegt auch die Pforzheimerinnen und Pforzheimer. PZ News hat sich umgehört. Sehr schade, wirklich. Das sind gute Waren, gute Qualität. Und ja, das ist schade, wirklich. Warum ist diese Entscheidung jetzt getroffen? Ich finde es nicht gut. Und auch mit den Lebensmittelläden. Also, es ist ja ist gar nichts mehr irgendwo. Von Pforzheim ist es halt blöd, weil wenn man noch einkaufen geht, Galeria Kaufhof hat halt viele Sachen, wo man kriegt. Gerade Kleider, Spielsachen, sonstiges. Wenn das halt zumacht, kriegt man fast gar nichts mehr in Pforzheim. Die haben so schön umgebaut und jetzt kommt der Scheißdreck. Also was mit diesem Gebäude ist, mit diesen Leuten wir schaffen da? Was ist passiert mit diesen Leuten, mit dieser Familie? Mit diesen Leuten haben viel Kredit genommen, weißt du? Was ist passiert jetzt mit diesen Leuten? Am Montagnachmittag blieben die Türen des Warenhauses wegen einer Betriebsversammlung zu. Hierbei wurde die Belegschaft über die Schließung informiert. Der Handelsriese beschäftigt in Pforzheim derzeit 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nun auf die Jobsuche begeben müssen. Unterstützung sei dabei von besonderer Wichtigkeit. Karlsruhe zum Beispiel wird ja weiter betrieben, auch andere Filialen, Stuttgart als Beispiel, ob hier Mitarbeiter übernommen werden können, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, wie natürlich vor allem gelerntes Einzelhandelsfachpersonal unterkommt in anderen Betrieben. Wir haben leider nicht mehr so viele Einzelhandelsbetriebe in Pforzheim, auch im Bekleidungssektor, wo ja Kaufhof auch sehr groß aufgestellt ist. Und das ist natürlich schon sehr drastisch, auch für diese Personengruppe. Und ja, da muss es Lösungen geben, da soll man auch die Politik dran arbeiten. Ja, wir werden versuchen, gemeinsam mit den Kollegen von Arbeitsagentur oder auch aus dem gesamten Handelsbereich Beschäftigte zu vermitteln. Ja, man weiß zwar, dass überall Fachkräfte gesucht werden, aber wenn es dann konkret wird, wird es vielleicht doch nicht so ganz einfach. Ich bin auch eigentlich immer erstaunt, wenn ich höre, dass doch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 24 Jahre beträgt hier beim Kaufhof-Standort. Das zeigt ja auch, wie loyal die Beschäftigten sind und wie sie auch mit dem Arbeitgeber eigentlich durch dick und dünn gegangen sind. 2014 wurde die Fassade des Warenhauses erneuert. Trotzdem müsse nun die Eignung der Immobilie für die Weiternutzung überprüft werden. Wir haben mittlerweile gute Einblicke in die Gebäudesubstanz, werden uns weiter damit beschäftigen, welche Baulichkeit gegeben ist, welche technischen Besonderheiten auch vorliegen und wie man das Gebäude auch für künftige Nutzungen weiter verwenden könnte. Es ist aber nicht so, dass von heute auf morgen dort jetzt auch neues Leben eingehaucht werden kann, sondern wir gehen stark davon aus, dass wir Licht reinbringen müssten ins Gebäude, die Fassade öffnen, von oben auch vielleicht Licht ins Gebäude hineinbringen, damit auch die oberen Etagen vielleicht für andere Nutzungen auch verwendbar sein werden. Bis die Türen von Galeria Kaufhof am 31. Januar 2024 endgültig schließen, kann wie gewohnt eingekauft werden.